Deutschland unter den Türken, die bei uns leben, mit türkischem Pass. 64%, die den da gewählt haben, genau den da. Hier, den türkischen Antidemokraten Recep Tayyip Erdogan, der bereits im Jahr 1998 angekündigt hat, ich wiederhole, eine öffentliche Rede. Dafür wurde er sogar ins Gefängnis geschmissen, 8 Monate lang, wegen Volksverhetzung. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Und das führen sie auch aus. Schaut euch an, das ist eine deutsche DITIB-Moschee in Herne. Da sind, in Herford, da sind Kinder, türkische Kinder, in Soldatenuniform gekleidet. Die marschieren für den Sieg der türkischen Armee, für den Sieg des Islams. Oh, toll! Hier haben wir einen mit einem Kostüm, das soll wahrscheinlich ein Scheißebatzen sein. Ne? Super, Sie lassen sich was einfallen. Ne? Er will wahrscheinlich sagen, hier wird nur Scheiße gelabert. Ne? Ist ja lustig. Ne? Aber wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, hier ist irgendwas falsch, dann stellt euch und diskutiert und macht mit. Leute, diese Diskussion wird bald in ganz Deutschland sein. Und da wird auch übrigens die linke Sarah Wagenknecht, ihr kennt sie, auch die sagt, der politische Islam darf keinen weiteren Einfluss in Deutschland bekommen. Auch bei den Linken gibt es noch welche, die den gesunden Menschenverstand benutzen, die sich ideologiefrei mit der Gefahr politischer Islam auseinandersetzen. Nehmt euch ein Beispiel. Thilo Sarrazin, seit 40 Jahren SPD-Mitglied, der hat ein Buch geschrieben, nachdem er den Koran ausführlich gelesen hat. Ja, Herzchen, ja, ja, ja. Du, gestern war Valentinstag. Liebe, ja, und wir möchten auch, dass wir alle ganz friedlich und ganz nett uns austauschen über dieses Problem. Und ich sage euch eins, diese Diskussion wird kommen. Und wenn ihr auf dem Weg zurückbleiben wollt, ja, wenn ihr in eurem sozialistischen Loch hocken bleiben wollt, dann wird der Zug weiterfahren und ihr werdet einfach dann zurückbleiben. So, diese Kinder, wenn das in der Kirche passiert wäre, Freunde, dass christliche Kinder in Soldatenuniformen gesteckt worden wären und für den Sieg der deutschen Armee und des Christentums marschiert wären und danach noch den Märtyrertod simuliert hätten, da wäre ein Riesenaufschrei durch die deutschen Medien gegangen. Politiker hätten sich überboten mit Protestaussagen. Da wurde kaum was gesagt, kaum Protest. Das ist ja der Islam, gell? Ach, die wollen ja nur spielen. Ja? Leute, es ist ein Skandal. Und da werden künftige Soldaten herangezogen. Hier, die Einstellung des Islams zum Christentum hat ein DITIB-Funktionär in Deutschland auf Facebook gepostet. Ein brutaler Schlag eines Moslems dem Weihnachtsmann ins Gesicht. Damit ist die Feindseligkeit gegenüber Christen ausgedrückt. Die DITIB-Jugend, die machen jedes Jahr eine Reise nach Ankara zu Erdogan. Und auf dem Flyer steht drauf, wir besuchen unseren obersten Heerführer. Merkt ihr was? Die Moscheen sind die Kasernen. Sie besuchen den obersten Heerführer. Die Gläubigen sind die Soldaten. Ja? Das passt alles zusammen. Und wenn ihr euch dann die 1400-jährige Geschichte des Islams anschaut, ja, nur kriegerisch. Der Islam hat nur kriegerisch sich von Saudi-Arabien ausgebreitet. Nachdem dort Juden und Christen massakriert wurden, ja, und vertrieben wurden. Heute gibt es keine Juden und Christen mehr in Saudi-Arabien. Da dürfen, wenn sie zu Besuch kommen, nicht einmal nach Mekka, weil sie dort den Boden verunreinigen würden. Das ist Islam. So. Dann, ein DITIB-Funktionär hat auf Facebook hat er gepostet, mein Führer, so nennt er Erdogan, mein Führer, gib uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Ohne Witz, ist alles dokumentiert. Das ist das Gedankengut, was von dieser DITIB verbreitet wird. Erdogan ist der oberste Chef der DITIB. Diyanet heißt die Religionsbehörde in der Türkei. Und ihr wisst, was in der Türkei los ist. Ja? Da werden Andersdenkende ins Gefängnis geschmissen. Richter ihres Amtes enthauptet. Und es werden Journalisten ins Gefängnis geschmissen, Medienhäuser geschlossen. Das ist der Weg der früher demokratischen Türkei in einen islamischen Faschismus. So. Die Türkei war früher ein christliches Land, 100% christlich.
im 14. Jahrhundert. Es wäre besser gewesen, wenn die Türkei christlich geblieben wäre und Istanbul Konstantinopel geblieben wäre. Die sind da mit Heeren reinmarschiert, haben geplündert, haben massenhaft Christen getötet. Und wisst ihr was? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Der Eroberer des christlichen Konstantinopels, Sultan Mehmet Fatih II., der hat grausam Christen abgelöst. Der hat in der Hagia Sophia, was früher eine christliche Kirche war, darin hat er tausende Christen töten lassen. Und in Deutschland werden 50 Moscheen der DITIB Fatih-Moscheen genannt. In Erinnerung an diesen Eroberer, der grausam dieses Land islamisiert hat. Da wisst ihr, was der für ein Gedankengut. Ja, ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Sie wissen Bescheid, ja? Sind Sie Kunden aus der Türkei? Christin? Ja. Ja, Sie können kommen, Sie können kommen. Lieber, ich habe gesehen, Sie schauen sehr interessiert zu. Ja? Wollen wir hochgehen? Ja? Ja, gut, gut. Es ist so wichtig, dass wir die Stimme erheben, dass wir einfach wirklich das benennen, was ist. Ja? Wollen Sie reden? Sie kriegen es mit. Hallo. Bin ich jetzt Nazi oder was? Hört doch mal zu. Hört doch mal zu. Reden Sie einfach. Bitte. Hallo Leute, ich bin aus Georgien und ich möchte ganz kurz meine Geschichte erzählen. Ja. Georgien liegt zwischen ehemalige christliche und heutige zwangsislamisierte Länder. Ja? Georgien kennt osmanische Angriffe, Perser, Osmanen, also, können Sie mir bitte helfen? Ja. Ich bin auch berichtet. Osmanen, ja. Osmanen, ja, natürlich. Georgia zwangsislamisiert und entführt wollen noch in Türkei. Wer macht dafür am Mund auf? Wer? Bin ich Nazi? Bin ich nicht. Ich hatte meine Fresse, aber du grabst dein Grab mit deinen Händen. Du schaufelst dein Grab. Ich kenne meine Geschichte. Ich kann nicht mit ohne Emotionen reden. Ich komme aus Georgien. Wir haben eine ganze Zwangsislamisierung. Heute in Iran. Iran wollen noch vor 400 Jahren entführte Christen. Warum macht dafür niemand den Mund auf? Warum? Heute noch zwangsislamisiert. Ich komme aus Georgien. Deutschland, steh auf, ich liebe dich! Vielen Dank. Sie haben also den Islam auch kennengelernt, ja? Habe ich. Sie haben den Islam kennengelernt? Mit vollem Zugang. Ja, Und erzählen Sie mal ganz kurz, was ist da alles abgelaufen? Also, ich zum Beispiel, da wir auch in Georgien nicht so dramatisch und original lernen, diese ganze osmanische Eingriffe, diese ganze... Ich bin aufgeregt, Entschuldigung, okay. Ich bin aufgeregt und ich bin froh, dass ich heute was zu sagen habe. Ja. Sie sind Nazi und ich bin auch Nazi, also wo ist er? Wo sind wir hier, Leute? Wo sind wir hier? Bin ich eine Nazi? Ja. Vielen Dank, nein. Danke schon. Ja. Also ich würde gerne mit irgendeinem Deutschen, der für sein Land schickt, meinen Ausweis tauschen. Sehr gerne, ich wäre ehrenhafte Deutsche. Ich wäre sehr gerne. So, was ich noch sagen wollte, vielen Dank, danke schon. Mein Geduld ist wirklich am Ende. So. Also, ich habe ein Kind von einer Iraner. Ich war in Iran. Ich wurde gezwungen, Kopftuch zu tragen. Ich sollte in Moschee gehen und eine Bescheinigung beantragen, dass ich Moslem bin. Ich habe nur immer nachgeblabbert. Hier, ohne irgendwelche Bedingungen, werden muslimische Leute, ihr seid herzlich willkommen und steht auf. Ihr seid in einem friedlichen Land, wo ihr entscheiden wollt, kommt. Wie ihr eure Leben gestalten könnt. Alles stimmt, was Herr Michael Stutzenberg gesagt und in Iran steht, in Koran steht, stimmt alles. Vielen Dank. Sie beobachten ja auch, warte ganz kurz, Sie beobachten ja auch, im Iran gehen ja die Frauen auf die Straße, viele Frauen, und wollen das Kopftuch ablegen. Ja, die werden viel ins Gericht. Gegen Steinigung, gegen Islam gehen die auf die Straße, gegen Islam. Ja. Prima, herzlichen Dank. Ja. Kann ich Sie Ihnen annehmen? Ja. Vielen Dank. Sie sprechen das, was ich in meinem Herz habe. Dankeschön, ich befolge Sie überall. Vielen Dank. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Und da sehen wir, dass immer mehr Menschen den Mund aufmachen, die aus genau den Ländern kommen. Ich komme gleich.
wo dieser radikale Islam die Menschen terrorisiert. So, jetzt noch ganz kurz hier die demografische Entwicklung in der Türkei. Das sind die Christen hier, waren früher 100% Christen. Ja? Jetzt haben wir noch 0,2%. Freuen sich manche. Ne? Freuen sich manche. Hier die Entwicklung der Moslems. Jetzt haben wir über 99% Moslems in der Türkei. Das früher christliche Land Türkei wurde knallhart islamisiert. Und das können wir durchdeklinieren mit Syrien, Irak, Ägypten. All diese Länder waren früher christlich. Jetzt wurden sie im Laufe der Jahrhunderte wurden sie islamisch erobert und wurden in islamische Diktaturen umgewandelt. Ne? So,